Ich denke aber, wenn ich die Strecke wirklich mal im Griff habe, dann könnte es besser vorangehen. Ja, das ist mal ein perfekter Start. Ich kann ja gleich neu starten. Zuerst mal die Bremspunkte verinnerlichen. Damals hatte Nico noch einen gelben Helm. Inzwischen ist er pechschwarz. Okay, da hat jetzt Maldonado eine Sekunde gewonnen. 4 Sekunden trennen dich von deinem Hintermann. 4 Sekunden. Ich fahre auch noch nicht sonderlich gut. Im Gegenteil. Beim nächsten Boxenstopp bekommst du harte Reifen. Ja, beim nächsten. Wird wohl keinen mehr geben. Michael fährt auf mehrere Autos auf. Er wird beim Überrunden Zeit verlieren. Boah, Mann, war die Kurve schlecht. Es war richtig schlecht. Ach, muss mich wirklich zuerst mit der Strecke vertraut machen. Ich kenne zwar Sepang, aber so oft bin ich die Strecke auch noch nicht gefahren. Schau, genau die Kurve regt mich auf, die kann ich nicht. Naja, ich benutze es wirklich den Rest der Zeit noch, um mich auf die Strecke einzuschießen. Ganz gut. Überhaupt nicht meine Strecke. Zwölf Sekunden. 12. Es wird immer mehr. Okay, da kann ich auch später. Wo habe ich bitte abgekürzt? Erklärt mir das mal. Wo? Würde ich jetzt auch zu gerne wissen. Ja, ganz gut, ganz gut. Der Moderator hat recht, der hat wirklich überhaupt kein Gefühl auf den Reifen.
liegt etwa 5 Sekunden vor dir. Setz ihn unter Druck. Ich versuch's. Aber irgendwie klappt's mal gar nicht. So ein richtig schlechter Sektor. Wow. Ganze 3 Sekunden habe ich hier verloren. Zu Recht. Du liegst 4 Sekunden vor deinem Hintermann. 4 Sekunden. Okay, die Kurve ist richtig schwierig. Den Scheitelpunkt zu finden, nicht einfach. Da habe ich sau viel zu spät gebremst. Michael fährt auf mehrere Autos auf. Er wird bei Überrunden Zeit verlieren. Eben noch viel zu früh gebremst. Ich habe zwar nichts aufgeholt, aber auch nichts mehr verloren. Ein kleines positives Zeichen. Boah, ist der weit vorne. Okay, harte Reifen beim nächsten Stopp. Hätte ich schon vorher machen sollen. Okay, das war viel zu spät. Gut. Dann fahre ich nochmal. 6 Runden. Wow. Also eigentlich sind es 7 Runden. Das fette Gemisch. Liegt etwa 5 Sekunden vor dir. Setz ihn unter Druck. Ich versuch's. Noch einmal. Das habe ich ja ganz gut gemacht mit der Abkürzung. Zumindest wurde ich nicht mal bestraft. Das war um einiges schlechter. So, meine Wiederholung schon aufgebraucht. Kobayashi,
Kobayashi folgt dir mit 5 Sekunden Rückstand. 5 Sekunden. Ja. Ja. Okay. Ich weiß, ich bin schlecht. Ich hab's kapiert. Dankeschön. Setz ihn unter Druck. Puh, das war knapp. Boah, das war wieder mal total scheiße. Ich kann die Kurve einfach nicht fahren, also irgendwie habe ich ein Problem damit. Wie Michael Gambon mit der Gambon-Kurve. Wow, das geht ja. Noch 3,9. Das habe ich das erste Mal ein bisschen aufgeholt. Dass ich das überhaupt kann. Die Lücke zu deinem Vordermann beträgt 3 Sekunden. Come on, blue flag, blue flag. Michael fährt auf mehrere Autos auf. Er wird beim Überrunden Zeit verlieren. Ja, wegen diesen Idioten habe ich jetzt auch viel Zeit verloren beim Überrunden. Sind wir 3,6 Sekunden. So, komm, mach Platz, du hast blaue Flagge gekriegt. Ein kleines positives Zeichen, ich hol auf. Ich hol ein bisschen auf ihn auf. Schlechtes Zeichen, ich habe einen Fehler gemacht. Noch schlechter, ich habe keine Wiederholung mehr. Ja, damit muss ich neu starten.